Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Wir sind wieder in unserer Heimat im Schwarzwald. Was ein wunderbares Testgelände für unser heutiges Testobjekt, nämlich den Hyundai Kona Elektro. Hier steht er mit der großen 64 Kilowattstunden fassenden Batterie mit 150 Kilowatt Leistung, also 204 PS und, jetzt wird es wichtig, 480 Kilometer Reichweite. Darüber kann ich euch besonders viel erzählen, denn ich habe das Auto im Reichweitentest von Frankfurt nach Paris bis zum bitteren Ende gefahren. Sehr, sehr spannend. Was will ich eigentlich heute mit euch machen? Ich werde euch dieses Auto außen erklären, ich werde euch die Unterschiede zu den Verbrennermodellen probieren zu beschreiben. Wir werden uns natürlich reinsetzen, vorne Technik, Infotainment und eben die Besonderheiten erklären. Die Rückbank, den Kofferraum, wir werden natürlich dieses Auto fahren, denn das ist ganz spannend bei so einem reinen Elektromodell. Das macht auch wirklich Spaß, bringt richtig Laune, kann ich euch versprechen. Und mein Job ist es, euch zu erklären, wie ordnet sich dieses Auto in seinem Wettbewerbsumfeld ein, in dem es inzwischen ja richtig viele Modelle, unter anderem den Kia e-Niro, also das Schwestermodell, gibt. Ich werde euch erklären, warum dieses Auto, so ein kleiner Geheimtipp von mir im Segment aktuell ist. Warum? Das seht ihr bei mir jetzt im Review. Viel Spaß und auch übrigens hier über meinem dicken Bauch seht ihr, wo ihr uns überall findet. Nämlich auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Abonniert am besten alles, dann gibt es ganz viel zu den neuen Stromern, unter anderem auf dem Markt. Und jetzt geht's auch los mit mir, uns und dem niegelnagelneuen Hyundai Kona Elektro. Viel Spaß dabei. Ich stehe im Profil von unserem Elektroauto hier, von unserem koreanischen Elektroauto. Und das ist für mich die Gelegenheit, euch zu erklären, wo kommt das Auto her, wo will es hin. Es ist ein bisschen in seinem Wettbewerbsumfeld und im Markt einzuordnen. Und das ist bei diesem Auto so spannend aktuell wie bei kaum einem anderen Modell. Naja, fangen wir mal an. Das Auto hier gibt es in zwei Stufen, nämlich mit 100 kW und 150 kW, also 136 PS und 204 PS. Die kleinere Version kommt dann mit einer 39 Kilowattstunden fassenden Batterie, also Akku da unten drin, die größere mit 64 Kilowattstunden Akku. Ja, und das ist ganz interessant, denn betrachtet man mal diese ganze Elektromobilität, dann ist Hyundai richtig gut aufgestellt. Die haben noch den Ioniq, okay, den gibt es natürlich noch als Verbrenner mit Hybriden, aber auch vollelektrisch. Und dieser Kona hier, ja, der ist jetzt vollelektrisch. Wir haben aber noch bei Hyundai ein anderes Konzept mit dem Nexo, nämlich ein Brennstoffzellenauto. Beim Brennstoffzellenauto ist es ein bisschen schwierig. Die Brennstoffzelle hat noch zu wenig Subventionen. Es gibt wenig Tankstellen. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Und das ist der Grund, warum sich viele Hersteller auch von der Politik getrieben, Richtung Elektromobilität gedrängt fühlen. Manche nehmen das auch gern an. Und ja, Hyundai hat da jetzt schon eine sehr funktionierende Modellpalette, während andere Hersteller dann so richtig mit bezahlbaren Elektroautos erst 2020 auf den Markt kommen wollen. Ja, und das ist hier sehr, sehr spannend, denn ich habe es euch gesagt, die Präferenzen der Leute sind ja so ein bisschen irrational. Denn ich sage, nur weil Strom aus der Steckdose kommt, heißt es ja noch lange nicht, dass der grün ist. Und solange wir in Deutschland sehr viel Strom noch aus Atom oder aus Kohlekraft gewinnen, da ist dieses Auto noch nicht so richtig, ökonomisch. Und das bedeutet wieder, da ist die Politik gefragt. Ich bin für grünen Strom und dann kann so ein Auto wirklich Sinn ergeben. Aber dass unsere Präferenzen von Kunden natürlich so ein bisschen anders gesteuert sind, ist klar. Uns ist ja natürlich auch so ein bisschen egal, wo kommt unsere Kleidung her? Wird sie in Bangladesch unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt? Wie werden eigentlich die Akkus hergestellt hier? Sind die unter menschenunwürdigen Bedingungen entstanden? Das interessiert zurzeit leider noch nicht so viele Leute. Was die Leute aber allerdings interessiert ist, was kostet so ein Auto, kann ich es bezahlen, bekomme ich dafür Subventionen und wie groß ist die Reichweite? Und das war bisher noch nicht so gut. Hier mit dem großen Akku ist die Reichweite 480 Kilometer. Und das ist natürlich spannend, denn wir haben natürlich aktuell den Jaguar I-Pace, ja, den Audi e-tron haben wir zum Beispiel auch, aber diese Modelle kosten im Vergleich zu dem hier gerade mal das Doppelte. Die sind natürlich auch mit einer relativ hohen Reichweite, mit einer guten Ladeinfrastruktur ausgestattet, der hier allerdings auch. Und dieses Auto geht halt bei 39.000 Euro los, also eine Klasse drunter. Da haben wir den Kia e-Niro, also das Schwestermodell zum Beispiel. Wir haben den Ioniq, da gibt es schon ein paar Modelle, die sich da ein bisschen bewegen. Wir haben natürlich den Opel Ampera e, den man meines Wissens nach aktuell gar nicht bestellen kann. Wir haben das Tesla Model 3. Ich
bin kein großer Tesla-Fan, aber ich wollte das Auto so ein bisschen in seinem Wettbewerbsumfeld einordnen. Und was ich euch zu dem Auto sagen kann, ist, der ist aktuell da, der ist bezahlbar, da gibt es 4.000 Euro Subvention und der kommt wirklich 480 Kilometer weit, wenn man langsam fährt. So, und dann haben wir hier natürlich so ein kompaktes SUV, was halt auch richtig viel Platz und Alltagstauglichkeit bietet. Was will ich euch sagen? Meine Freunde sagen immer, Mensch, Jan, kann ich ein Elektroauto bestellen? Ja, nein, wie ist es? Ist es nicht noch ein bisschen schwer? Und ich sage bei vielen Modellen, die haben Nachteile, sind zu teuer, haben zu wenig Reichweite, ja, haben eine schlechte Ladeinfrastruktur teilweise. Und hier ist es ein bisschen anders. Okay, wir können zwar nur mit 100 Kilowattstunden laden, hier im Idealfall. Es gibt die Ionity-Idee zum Beispiel, dass man mit 350 Kilowattstunden laden kann. Die soll dann beim Porsche Taycan zum Beispiel zum Einsatz kommen. Und das ist so ein kompaktes System, wo zum Beispiel Mercedes, BMW, Ford zusammenarbeiten. Da gibt es aber noch nicht viele Ladestationen. Deshalb sind die 100 Kilowattstunden laden hier völlig okay. So, das ist so ein bisschen die Einordnung vom Auto. Was ich eigentlich nur sagen will, ist, das ist ein Auto, was aktuell als Elektroauto für mich, naja, mit seinen Schwestern- und Brüdermodellen von Kia und Hyundai wirklich Sinn ergibt. Warum? Das will ich euch heute zeigen. Aber jetzt fangen wir erstmal mit der Optik an, denn da gibt es halt ein bisschen was zu erklären. Jetzt schauen wir unserem Hyundai Kona ins Gesicht und was euch auffällt, es ist ein sehr modernes Design, das voll im Zeichen der Zeit liegt. Warum? Wir haben hier diese knallige rote Farbe mit einer Kontrastlackierung. Ich habe es euch gesagt, subkompaktes SUV, das Auto ist 1,80 Meter breit, 1,57 Meter hoch und damit genau in dem Segment, was die Leute zurzeit so wollen. In Verbindung mit einem Elektroantrieb ist es richtig spannend. So, aber ich habe euch natürlich erklärt, ich werde euch die Unterschiede im Vergleich zum Verbrenner bei dem Elektromodell jetzt hier erklären und das ist eigentlich relativ leicht, denn ihr seht hier, den Kühlergrill, der ist aber geschlossen und damit gar nicht mehr so ein richtiger Kühlergrill. Und das ist sehr spannend, denn bei dem Auto sieht man direkt, wenn es auf einen zukommt, das ist ein Stromer und das wollen die Leute ja. Deshalb gefällt mir die Optik sehr gut. Gleichzeitig ist sie sehr europäisch, sehr modern. Und ja, dann schauen wir uns mal hier die LED-Leuchten an. Die sind sehr schmal, richtig cool. Genau das, was die Leute zurzeit halt eben gern haben. Hier eingepackt eben in so eine Chromspange hier vorne mit dem Hyundai-Zeichen in der Mitte. Ja, und dann hat sich Hyundai gedacht, wo bringen wir denn den Stecker hier unter? Genau, hier vorne kann man dieses Auto laden. Das geht schön auf. Das werde ich euch später gesondert erklären. Wir haben hier unten auch so ein Stoßfängerelement, was schön geschwungen ist, richtig schön eingeformt. Haben hier unten nochmal die Nebelleuchten drin, haben kurze Überhänge, einen relativ langen Radstand, haben hier Spiegel in Kontrastfarbe und lasst mir vielleicht mal eure Meinung da, wie ihr die Optik da vorne findet. Aber ich finde, die ist richtig gelungen, weil schlicht, modern und genau in dem Segment, wo die Leute zurzeit hinwollen, sehr spannend. Aber jetzt schauen wir uns mal das Profil an. Jetzt sind wir im Profil und das ist ganz spannend, denn ich habe es euch gesagt, subkompaktes SUV-Segment, 4,18 Meter lang und 2,60 Meter Radstand mit sehr kurzen Überhängen, was natürlich dafür sorgt, dass wir sehr viel Platz im Innenraum, auf der Rückbank, auf dem Kopf, im Kofferraum haben. Wir haben ja diese Kontrastlackierung eben mit der roten Farbe, schwarzem Dach. Wir haben hier natürlich diese Plastikelemente um die Radhäuser drumherum, hier unten auch, also typische SUV-Elemente, wie sie die Leute halt eben zurzeit lieben. Aber jetzt sprechen wir vielleicht mal über die Details dann im Design. Sehr spannend ist hier vorne, wir haben hier einen Lufteinlass vorne, hier kommt die Luft raus, was zu einem besseren Luftwiderstandswert führt. Und wir haben hier die 17 Zöller drauf, die Felgen sind halt eigen dem Elektromodell. Die sind hier relativ glatt an der Seite, sorgen halt eben auch wieder für einen verringerten Luftwiderstandswert und sind halt eben auch Felgen, wo man direkt erkennt, okay, das muss ein Elektromodell sein, sonst kennt man solche Felgen eben nicht. Hier steht es auch drauf, Blue Drive, ob das Auto wirklich grün oder blau oder wie auch immer, es wird sich dann in unserem Test heute zeigen. Hier seht ihr auch eben die Radhäuser, die ausgestellt sind mit einem Plastikelement, kurze Überhänge. Hier die Dachlinie schön schwarz mit einer schwarzen Reling, schwarze Elemente eben um die Fenster rum. Hinten abgedunkelte Scheiben. Hier seht ihr, die Spiegelklappen sind auch in schwarz. Hinten wieder schwarz. Hier seht ihr sehr schmale LED-Rückleuchten. Ein Dachkantenspoiler hier hinten mit so einem schwarzen Element hier wieder. Ja, und das ist dann was in Verbindung mit Türen, die halt schön weit aufschwingen, wo ich sage, Mensch, das ist ein Element, dieses Auto ist richtig schön. Aber jetzt schauen wir uns mal das Heck an.
Und nach einer kurzen Regenunterbrechung sind wir hier am Heck. Eigentlich kann man sich das hier im Schwarzwald vorstellen wie bei Wimbledon. Hält mich aber nicht davon ab, euch zu erklären, was die Optik hier hinten ausmacht. Und naja, schaut euch diesen Hintern an von dem Auto. Und das ist für mich ziemlich beeindruckend, denn Hyundai liegt halt auch damit voll im Zeichen der Zeit. Warum? Dachkanten, Spoiler hier oben, hinten abgedunkelte Scheiben, Kontrastlackierung. Okay, die Flosse hier oben gefällt mir nicht so richtig. Ich finde, man könnte die Antenne auch charmant in den Seitenscheiben verstecken. Bremsleuchte ist hier. Hier steht es drauf, Hyundai nochmal ausgeschrieben, Kona und Elektrik. Also man sieht direkt, wir haben es mit einem Elektroauto zu tun. Und was macht die Optik dann von den ganzen Lifestyle-SUV aus? Ja, hier eine sehr schmale, langgezogene Heckleuchte, die in die Kofferraumklappe hier reinragt. Das ist ein richtig schönes Element mit einer schönen Signatur. Gefällt mir schon ausgesprochen gut, muss ich euch echt sagen. Und wenn ihr aufgepasst habt in meinen Reviews, wisst ihr jetzt auch, was noch dabei ist. Ja klar, hier unten der Unterfahrschutz mit so einem Plastikelement angedeutet. Hier nochmal Plastik und hier die Reflektoren sind schön eingearbeitet in dieses Plastikelement. Also ist schon richtig gut. Hinten haben wir noch einen Wischer für die Scheiben, auch sehr, sehr praktisch. Aber ich will jetzt gar nicht zu viel mehr von der Optik erzählen, denn Lifestyle-SUVs haben natürlich nicht nur optische Elemente, sondern eben auch Nutzwertelemente. Und das ist natürlich der Kofferraum. Ich mache ihn euch jetzt einfach mal auf. Hier hinten sind auch die beiden Kabel, die wir serienmäßig mit dem Auto bekommen. Die sind hier drin. Wir haben doppelten Ladeboden mit zwei Elementen hier drin, auch sehr schön ausgeformt. Aber euch geht es natürlich darum, wie groß ist der Kofferraum von diesem subkompakten SUV. 332 Liter, wenn die Rückbank aufgestellt ist. Hier oben haben wir eine schöne Abdeckung. Ladesicherung bei Autos ein Riesenthema. Aber wir können natürlich die Rückbank im Verhältnis 2/3, 1/3 umklappen. Ich werde das jetzt einfach mal machen. Natürlich werde ich es machen, ist ja wichtig. Und da seht ihr, ein Element umgeklappt. Und das andere auch noch, geht sehr einfach, leider nur von der Rückbank. Es gibt keine Knöpfe, aber bei der Größe ist es auch okay, also kein Schalter hier auf der Rückbank. So, und so haben wir 1070 Liter Kofferraumvolumen. Das ist richtig klasse, denn, naja, so bekommen wir richtig große Elemente da rein. Aber man muss natürlich eins sagen, der Akku, der Lithium-Ionen-Polymer-Akku liegt im Unterboden. Das führt dazu, dass die Rückbank 3 cm höher sitzt als bei den Verbrennern bei dem Modell. Ja, und deshalb geht die Rückbank nicht ganz flach nach unten, kann man nicht ganz flach nach unten wegklappen, aber beinahe, das ist schon sehr, sehr gut. Ja, und so haben wir halt einen richtig großen Kofferraum, wenn wir wollen. Ja, und wenn wir nicht mehr wollen, dann klappen wir einfach die Rückbank nach oben, entweder eins oder beide Elemente. Das ist dann schon ganz gut, aber was wir jetzt natürlich mal machen wollen, ist schauen, wie viel Platz denn wirklich auf der Rückbank ist. Ja, ich habe es euch gesagt, die Rückbank steht ein bisschen höher. Also schauen wir uns einfach mal an, wie hoch. Schön ist, schaut man hier, wie weit die Tür aufschwingt und dass wir hier einen relativ hohen Einstieg haben, ist es natürlich sehr komfortabel. Das ist, was die Leute an SUVs mögen. Ich habe euch gesagt, 3 cm ist sie höher im Vergleich zu den Verbrennern. Und jetzt setzen wir uns einfach mal rein und schauen, wie viel Platz wir hier hinten haben. Ja, und das ist spannend, denn ich habe genug Platz für die Knie, muss die nicht einziehen, muss meinen Kopf auch nicht einziehen. Ansonsten ist der Rückraum hier hinten relativ karg, aber auch schön ausgeformt. Viel Hartplastik natürlich, aber ich habe viel Platz, sehe von hinten schön über die Straße. Und das ist dann ein Rückraum, der mir richtig gefällt. Wir haben in den Türen auch noch Ablageflächen, was Gutes. Ja. Und da würde ich sagen, hier hinten können sich halt nicht nur Kinder wohlfühlen. Das ist ein Auto für Familien. Klar, die haben hier richtig viel Platz. Aber auch ich mit meiner Größe von 1,88 Meter kann hier hinten komfortabel längere Strecken zurücklegen. Ja, wir sind hier im Innenraum und es regnet schon wieder unglaublich. Hier ist übrigens der Schlüssel. So sieht er aus, ein Keyless-Go-System. Da vorne geht das Auto an und es ist hier ja ein Elektromodell. Hier drin gibt es also wirklich ein paar Besonderheiten, die es zu erklären gibt. Aber fangen wir erstmal klein an. Hier drin im Kona ist natürlich richtig viel Platz. Ich sitze gut, habe viel Platz bei den Schultern, bei den Beinen. Das Lenkrad liegt richtig gut in der Hand, habe eine hohe Sitzposition über der Straße. Die Ledersitze
Sitze hier sind auch richtig schön ausgeformt und wir haben hier eine Sitzkühlung und eine Sitzheizung auf beiden Seiten. Und dann gibt es in dem Elektroauto natürlich eine Besonderheit. Die Mittelkonsole hier, die schwebt. Das heißt, wir haben hier unten ein freies Element und ein riesen Ablagefach, was richtig schön ist in so einem Elektroauto. Ja, und dann gibt es noch eine Besonderheit, nämlich wir haben keinen Gangwallhebel, sondern nur noch Knöpfe. Drive, Park, Neutral und Rückwärts. Vier Knöpfe, sehr einfach, sehr platzsparend. Und das gefällt mir schon richtig gut. Vielleicht zur Einordnung vom Innenraum. Es ist hier natürlich viel Hartplastik drin, macht aber gar nichts, denn dieses Auto ist bezahlbar und der Plastik ist wirklich, das Plastik ist gut verarbeitet, was mir schon richtig gut gefällt. Ja, und wir haben irgendwie auf allen Plätzen richtig viel Platz und das gefällt mir schon sehr gut, obwohl der Akku ja im Unterboden liegt. Das haben die Koreaner schon sehr gut hinbekommen hier mit den Platzverhältnissen. Dann haben wir hier ein freistehendes 8 Zoll Infotainment-System. Das ist wirklich schön. Wir haben ein teildigitales Cockpit mit Unterteilung hier drin. Wir haben sehr viele Funktionen. Wir haben Knöpfe auf dem Lenkrad. Hier vorne ist alles für die Steuerung der Klima. Und wir haben hier einen USB-Stecker drin. Ja, vielleicht zu den Platzverhältnissen, Ablageflächen eben hier unten in der Mittelkonsole ist richtig viel Platz. Wir haben Handschuhfach, bekommen Literflaschen in beide Türen, haben hier nochmal eine Armauflage, wo auch richtig viel Platz ist. Zwei Cupholder und hier nochmal ein kleines Fach, was richtig gut ist hier drin. Also Ablagefläche gibt es genug, die Sonnenbrille, die findet hier oben schön Platz, also sehr, sehr schön. So, aber dann geht es natürlich um die Besonderheiten vom Auto. Jetzt erkläre ich euch erstmal Sitzkühlung ist halt bei einem Elektroauto so, die braucht sehr viel Strom, sollte man aufmachen, wenn man reichweitenoptimiert fahren will. Elektrische Feststellbremse, eine Lenkradheizung, Parkpiepser haben wir hier und wir haben Drive Modes. Das bedeutet, wir können von Komfort über Sport hin zu Eco schalten, was sehr, sehr gut ist aus meiner Sicht. Ja, der USB-Stecker hier vorne drin mit induktivem Laden bringt dieses Auto halt beim Thema Konnektivität auf den neuesten Stand. Ich zeige es jetzt nicht nochmal extra, aber Kabel hier rein, Handy dran gesteckt einfach. Dann haben wir hier die Nutzeroberfläche, wenn wir wollen, von unserem iPhone oder Android. Apple CarPlay, Android Auto Fake nennt man das dann. Ja, und das ist schon richtig gut. Und hier bei der Klima gibt es auch eine Besonderheit. Das ist eine Wärmepumpe, soweit ich weiß. Da gibt es den Schalter Driver Only. Das bedeutet, alle Klimafunktionen sind nur auf den Fahrer ausgerichtet. Und das sorgt natürlich wieder für eine höhere Reichweite. Was wirklich sinnvoll ist, wenn wir hier ökologisch unterwegs sein wollen. So, beschäftigen wir uns ein bisschen hier erstmal mit dem Infotainment und was das Besonderes hat. Wir haben natürlich ein Radio hier drin, DAB-fähig, online-fähig, was Gutes, Media, können wir eben die Media vom, also die Medien vom iPhone, vom iPod, von einer SD-Karte verbinden, richtig gut, können hier suchen, haben noch einen Schalter, einen Drückregler für lauter leiser, haben hier eine Navi drin, die Karte, das Navi hier können wir schön einstellen. Hier wäre der Knopf für Apple CarPlay Android Auto, haben Funktionen hier, also ein Setup, Navigation, Bluetooth, Telefon Protection, Wi-Fi können wir einstellen. Ja, und alles mögliche, das ist schon ein sehr gutes System. Da oben gibt es einen Home-Button, was cool ist, aber dieses Auto hat natürlich eigene Elektrofunktionen. Drückt man jetzt hier mal drauf. Ja, dann sieht man schön, wir sehen die Energieinfo, den Ladezustand. Wir können uns in der Karte hier anzeigen lassen, wo die Ladesäulen sind in der Umgebung. Das ist schon sehr, sehr gut, sehr, sehr hilfreich. Kommen dann hier wieder zurück, haben ein Lademanagement, wo wir dann einstellen können, ab wann das Auto beginnt zu laden, mit einem Timer quasi. Haben einen Eco-Fahr-Modus, wo wir dann sehen, wie viel CO2-Ausstoß wir haben, wo wir auch in der Historie sehen, wie viel Kilowatt wir verbraucht haben auf 100 Kilometer, also Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Das ist schon sehr, sehr cool. Haben Electric Vehicle Einstellung, Wintermodus, Warnung, die Route können wir uns anzeigen lassen. Kleiner Fahrtrainer ist hier auch drin, sodass wir halt sehen können, sind wir denn gerade gut unterwegs mit dem Verbrauch oder nicht. Also da gibt es schon wirklich eine Menge. So, dann haben wir ein Head-Up-Display hier vorne. Ist kein richtiges Head-Up-Display in der Scheibe, sondern da fährt eine kleine Scheibe raus mit den wichtigsten Fahrerdaten, was auch sehr, sehr gut ist, sehr, sehr modern. Und dann haben wir hier vorne
eben dieses teildigitale Cockpit. Eigentlich ist es ganz digital, aber es ist halt so verklüftet, was nicht ganz so krass ist wie jetzt bei Audi, wo es einfach ein Element ist. Ja, und dann haben wir natürlich hier die Möglichkeit, uns die Fahrinformationen vorne anzeigen zu lassen, ein Kompass, die Assistenten, Einstellungen, was ganz cool ist. Und wir können uns dann eben noch zum Beispiel in der Mitte die verschiedenen Funktionen ändern, was sehr, sehr schön ist. Und dann haben wir links eben die Möglichkeit im Display zu sehen, brauchen wir gerade Energie, also drücken wir aufs Gas, Power oder lädt das Auto, Charge. Und wir haben hier Pedal am Lenkrad, bei denen verstellt man keine Gänge, natürlich nicht, sondern stellt den Grad der Rekuperation ein, was sehr, sehr schön ist. Das geht dreistufig, kann man hier schön hoch, links runter und das führt dann zu so einem One-Pedal-Driving, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Power-Knopf haben wir hier. Ja, und da muss ich euch dann sagen, das ist halt ein sehr moderner Innenraum und wir haben sehr viele Assistenten, die sieht man hier links auf der Seite, hier eben, da haben wir einen toter Winkelwarner, wir haben einen Spurhalteassistent, wir haben eine Schildererkennung, wir haben einen Abstandsregeltempomat, wir haben eine Rückfahrkamera, wenn man dann auf rückwärts drückt und zurückfährt, dann sieht man das Bild hier schön drin, da sind auch die, ist die Kennlinie der Lenkung drin, das ist wirklich sehr, sehr gut. Wir haben einen City-Notbremsassistenten, was auch wirklich sinnvoll ist, ein Stauassistent, manches ist davon extra, manches ist schon drin, in der Premium-Ausstattung bei 45.000 Euro ist dann schon richtig viel im Auto drin. Ja, und jetzt fasse ich mal zusammen, wir haben sehr modernen, konnektiven Innenraum mit viel Infotainment, wirklich nützlich, übersichtlich, bedienbar bei der Fahrt, schnell. Ja, und das ist dann schon ein Konzept im Innenraum, wo ich sage, das ist schon gut. Klar, negativ ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu viel Hartplastik, aber irgendwo muss der Preisunterschied zu Audi oder Jaguar ja auch herkommen. Und dann bin ich richtig angetan hier von dem Innenraum, muss ich euch echt sagen. Aber jetzt beschäftigen wir uns mal damit, wie dieses Auto fährt in der Theorie. Ja, wollen wir ein bisschen übers Laden sprechen von unserem Hyundai Kona Elektro, denn nichts wird zurzeit so heiß diskutiert wie die Ladeinfrastruktur und die Lademöglichkeit der Elektromodelle. Hier ist es spannend, denn wir haben eine 39 Kilowattstunden fassende Batterie, also Lithium-Ionen-Polymer-Akku im Unterboden, der ist dann mit einem 100 Kilowatt Motor verbunden und wir haben eine 64 Kilowattstunden fassende Batterie im Unterboden, also eine größere, der dann mit dem 150 Kilowatt Motor verbunden ist. Also große Batterie verbunden mit großem Antrieb, so viel ist logisch. Ja, und dann spricht man natürlich erstmal über die Infrastruktur und es gibt natürlich 50 Kilowatt Ladestationen an Autobahnen, es gibt auch vereinzelt schon 100 Kilowattstunden Ladestationen. Und das ist ganz spannend, denn dieses Auto hier kann man mit bis zu 100 Kilowattstunden laden. Da gibt es leider halt noch nicht so viele Ladestationen. Wenn man jetzt mal sieht, ein Audi e-tron kann bis zu 150 Kilowattstunden laden, Jaguar I-Pace bis 100. Tesla hat ihr eigenes Ladesystem, das geht, glaube ich, bis 145 Kilowattstunden. Dann gibt es diese Ionity-Idee, die bis zu 350 Kilowatt laden soll, aber da gibt es halt noch keine Tankstellen. Der Porsche Taycan wird dann wahrscheinlich diese Ladegeschwindigkeit erreichen, steht aber auch noch nicht ganz fest. So, und euch interessiert natürlich das zum einen das Netz und zum anderen, wie lang braucht dieses Auto, bis es aufgeladen ist. Okay, von 0 bis 80% einer 100 Kilowatt Ladestation würde der Hyundai Kona Elektro 54 Minuten brauchen. Bei 50 Kilowatt Ladestationen, die es schon öfter gibt an Autobahnen, da braucht das Auto eine Stunde 15, also eine Stunde 15 Minuten, 75 Minuten, bis es von 0 bis 80% aufgeladen ist. Man muss dieses Auto ja natürlich nicht ganz oder zu 80% aufladen. Will man einfach nur 100 Kilometer Reichweite, dauert es dann vielleicht einfach 20 Minuten. Das muss man dann ausprobieren. Aber das ist sehr spannend. Nun sagt ihr aber, okay, unterwegs laden, das ist das eine. Aber ich will vielleicht mit dem Auto gar nicht die Langstrecke fahren oder vielleicht doch, will aber zu Hause laden. Zu Hause gibt es eine 4,2 Kilowatt fassende Ladestation, die hat die Leistung und da wäre dieses Auto in 17 Stunden vollgeladen. Das ist dann schon eine Menge. Klar, man muss es nicht immer vollladen, auch über Nacht aufladen ist schon eine Möglichkeit. Das ist dann aber der Typ 2 Stecker quasi. Okay, dann gibt es aber auch noch das Notkabel, also einfach nur an die 230 Volt Steckdose zu Hause anschließen, dann braucht das Auto 24 Stunden, bis es vollgeladen ist und das ist dann natürlich
Ja, schon eine Menge, muss man ehrlicherweise sagen. Der Onboard-Charger hier drin, der hat 7,2 Kilowatt, also das Kabel, mit dem man es laden kann. Das ist dann auch ganz spannend. So, das ist das zu der Ladeinfrastruktur. Wenn ihr dazu Fragen habt, stellt sie mir gerne. Ich habe das auch ausprobiert mit der Karte. Da liegt eine Tankkarte drin, die dann mehrere Stromanbieter im Verbund anbietet. Das hat auch ganz gut funktioniert, muss man ehrlich sagen, wenn man dann mal eine freie Tankstelle hier im Schwarzwald findet, was nicht so leicht ist. Aber ich finde halt, bei dem Auto ist das Laden dann schon mit 100 Kilowatt schon wirklich gut, aber es liegt halt an der Politik, wirklich noch dieses Ladeinfrastrukturnetz auszubauen, denn aktuell ist für mich dieses Auto eine Alternative für all diejenigen, die ein Haus haben oder eben die Möglichkeit haben, zu Hause zu laden. Wenn man das nicht hat und nicht auf der Arbeit, dann wird es schon ein bisschen schwierig. So, das ist natürlich das zum Laden. Da gibt es noch ein paar Nachteile. Das ist leider so, aber es ist ja bei jeder Technologie, die beginnt, am Anfang so. Da muss man halt investieren. Aber jetzt sprechen wir mal drüber, wie sich unser Hyundai Kona Elektro so fährt. Ja, und da sind wir an der Motorhaube und das ist ganz spannend, denn das ist meine Lieblingssequenz in den Videos. Warum? Ich stehe auf Fahren und es gibt kaum schöneres Fahrgefühl als bei Elektroautos, mal abgesehen von richtigen Sportwagen. Warum ist das so? Okay, zum einen wiegt dieses Auto natürlich 1,7 Tonnen, ist ein SUV, relativ viel Karosserie und ihr denkt euch, Fahrspaß, was ist los mit dir? Ja. Der Akku liegt hier im Unterboden und das sorgt dafür, dass wir natürlich ja niedrigen Schwerpunkt haben, denn viel Gewicht ist eben unten und das ist beim Fahren immer vorteilhaft. Ja, und dann haben wir hier natürlich einen Elektromotor vorne drin, einen permanent Synchronmotor. Ich mache ihn einfach mal auf und beim Elektromotor ist es natürlich krass, denn im Grunde liegt die ganze Leistung direkt an und wir haben nur einen Gang, der quasi nach vorne beschleunigt, also eine richtig stufenlose Beschleunigung, neutralen Rückwärtsgang natürlich auch noch und das macht natürlich einen Heidenspaß. Der Motor leistet 395 Newtonmeter maximales Drehmoment. Ja, und damit beschleunigt unser 1,7-Tonnen-Koloss in 7,6 Sekunden mit der großen Batterie und dem großen Akku auf Tempo 100. Es gibt natürlich noch die kleinere Variante mit weniger Reichweite. Die hat einen schlechteren Beschleunigungswert. Das ist aber auch vielleicht eine Alternative. Schaut euch das einfach an. Die hat dann halt nur 136 PS. Hier haben wir umgerechnet 204 PS. Bei 167 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Das ist elektronisch abgeriegelt. Das Auto könnte schneller werden. Warum? Klar, der Verbrauch schnellt dann natürlich in die Höhe. Gemessen habe ich hier einen Verbrauch von 19,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Beim Laden haben wir auch einen kleinen Verlust beim Strom. Fließstrom geht dann nicht alles in den Akku, aber das ist dann natürlich schon sehr ökologisch. Aber natürlich, habe ich euch gesagt, die Beschleunigung ist eine Wucht und eine Sache kommt halt noch dazu, dieses Auto beschleunigt lautlos. Und wenn man sich mal ein bisschen dran gewöhnt hat, mal abgesehen von diesem leichten Surren und Piepsen beim Anfahren, ist ein Fußgängerschutz geschuldet, dass man nur das Windgeräusch und das Abrollgeräusch der Reifen hat, dann will man eigentlich nichts anderes. Und wenn man diese Beschleunigung im Elektroauto mal hatte, will man auch nichts anderes. Ich habe natürlich auch Freunde mitgenommen. Und die waren alle hin und weg von diesem Auto, weil es halt einfach startet wie ein Flugzeug und das ist dann richtig spannend. Aber klar, bei einem Auto geht es nicht nur um die Beschleunigung geradeaus, sondern auch darum, wie sich es in den Kurven verhält. Und das auch das ist trotz Frontantrieb gar nicht so schlecht. Klar, ein Jaguar I-Pace oder ein Audi e-tron, die haben jeweils einen Motor an Vorder- und Hinterachse, also einen echten Allradantrieb. Aber das braucht man hier gar nicht so richtig. Klar, wenn man das Gaspedal völlig, also das Elektropedal quasi völlig gefühllos aufs Bodenblech tritt, dann gibt es vorne ein bisschen Stempel, aber wir haben natürlich auch eine Traktionshilfe hier drin und die Lenkung ist vielleicht ein bisschen synthetisch, das passt aber irgendwie ganz gut zu dem Auto, auch wenn das ein bisschen komisch klingt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Man sitzt hoch, hat eine gute Position über die Straße und das macht dann schon richtig viel Spaß. Und eine Sache kommt natürlich im Vergleich zu Verbrennern auch dazu, wir haben das sogenannte One-Pedal-Driving. Das bedeutet, der Elektromotor hier ist gleichzeitig ein Generator. Gehe ich also vom Gas oder stehe auf die Bremse, dann lädt der Generator den Akku. Und das sorgt natürlich wieder für einen höheren Füllzustand, also zu mehr Reichweite. Und das ist richtig spannend, denn wenn man dieses Auto natürlich auf der Autobahn bewegt, dann hat man eine Reichweite vielleicht von 340 Kilometern.
Warum? Klar, da können wir natürlich nicht viel rekuperieren. Ab hohen Geschwindigkeiten haben wir einen höheren Verbrauch. Aber in der Stadt können wir wirklich 480 Kilometer, die dieses Auto hier nach WLTP hat, erreichen. Denn wir bremsen öfter, es rekuperiert mehr. Ich habe das Auto ja selbst schon gefahren und bin wirklich fast 500 Kilometer weit gekommen. Also das ist wirklich eine alltagstaugliche Reichweite, muss ich euch echt sagen. Ja, jedenfalls haben wir drei Rekuperationsstufen, die man da drin dann an den Pedalen am Lenkrad einstellen kann. Und je nachdem, wie stark die ist, desto stärker bremst das Auto ab. Gehe ich also vom Gas, bremst es bis zum Stillstand ab. Und das bedeutet, wir können das Gaspedal, wenn wir geübte Fahrer sind, eigentlich weglegen. Und wenn man das mal hatte, dieses One-Pedal-Driving, ähnlich wie in so einem Boxauto, ja, dann will man kaum mehr was anderes, denn das kann richtig viel Spaß machen und man hat so ein bisschen die Challenge mit sich zu schauen, wie weit ist die Reichweite, wie weit komme ich. Es gibt natürlich auch einen Sportknopf hier drin, wenn wir richtig Spaß haben wollen, mal sagen, scheiß auf den Verbrauch. Ja, dann macht es natürlich schon richtig Spaß. Also was will ich euch sagen? Ich bin sehr, sehr angetan vom Fahrgefühl hier, von diesem Auto. Einmal Elektro, will man eigentlich kaum mehr was anderes. Ob das jetzt ökonomisch oder ökologisch ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich kann euch eins sagen, das hier kann richtig viel Spaß machen. Und spätestens oder seit ich mit diesem IDR von VW in Pikes Peak war und gesehen habe, wie dieses Sportauto da den Berg hochrast, weiß ich, dass das wahrscheinlich auch die Zukunft von Sportwagen sein wird. Auch wenn die Technologie mit einem schweren Akku unten natürlich noch nicht gerade die leichteste ist. Aber in so einem Konzept hier macht das aus meiner Sicht nichts. So, und dann haben wir bei dem Auto natürlich noch Sicherheitssysteme und Hyundai macht das natürlich unnachahmlich gut, denn da ist alles an Sicherheitssystemen drin, was wir wollen, ob jetzt optional oder serienmäßig, sei mal dahingestellt. Wie ist das? Wir haben Spurhalteassistent, wir haben Abstandsregeltempomat ACC, wir haben Head-Up-Display, wir haben Querverkehrwarner hinten, wir haben eine Schildererkennung, wir haben eine Rückfahrkamera. Wir haben City-Notbremsassistenten, Stauassistenten, also da ist schon wirklich richtig viel drin. Wahrscheinlich gibt es gar nicht so viel mehr auf dem Markt und wenn wir ein bisschen Geld investieren, haben wir damit ein richtig sicheres Auto, was wirklich cool ist. Aber ich kann euch viel erzählen natürlich. Hier ist der Schlüssel. Ich mache die Haube jetzt einfach zu. Ja, und wir fahren los. Ja, jetzt wird spannend, denn jetzt wird unser Elektroauto hier gefahren, auch wenn es regnet. Das ist richtig schön. Start-Stopp-Knopf, den drücken wir jetzt hier einfach mal. Fährt man los, dann merkt man, okay, es kommt so ein kleines Surren außen. Das ist dem Fußgängerschutz geschuldet. Wir sind im Parkmodus, drücken jetzt auf D, das ist der Drive-Mode. Ja, und fahren erstmal los. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Hier ist die große Version mit 150 kW, mit 204 PS frontgetrieben, 395 Nm maximales Drehmoment. Das Auto wiegt 1,7 Tonnen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie dieses Elektroauto hier fährt. Und glaub mir, wir werden eine Menge Spaß haben. Los geht's hier in den Reben. Gibt ja eigentlich kaum einen besseren Ort, als hier im Schwarzwald zu fahren. Es ist alles grün, das Auto soll grün sein, meine Jacke ist grün. Und jetzt schauen wir mal, wie sich's fährt. Und erstmal bemerkt man, okay, dieses lautlose Losfahren, wenn man das einmal hat, dann will man eigentlich kaum mehr was anderes. Da kann man sich richtig dran gewöhnen und man merkt vor allem, das ganze Drehmoment vom Auto, also die ganze Leistung liegt direkt an. Drückt man also das Gas durch. Ja, dann gibt es hier wirklich eine Beschleunigung, die echt Spaß macht, die so richtig süchtig macht, die man aus einem Verbrenner, der ja die Gänge immer fahren muss, ausfahren muss und langsam hochdrehen muss, nicht so kennt. Und das ist wirklich gut. Dann haben wir hier eine hohe Sitzposition eben über der Straße, gute Übersicht. Wir sitzen auch sehr bequem hier drin. Ich mache mir jetzt mal die Sitzheizung an, weil im Regen habe ich wirklich gefroren, muss ich euch sagen. Dann sieht man hier vorne schön das Head-Up-Display im Sichtfeld, was gut ist. Auch dieses freistehende Infotainment hier mit den 8 Zoll ist wirklich sinnvoll platziert. Das virtuelle Cockpit hier vorne, also das digitale Cockpit, ist echt gut. Ja, und jetzt bin ich im Komfortmodus und muss sagen, dieses Auto macht trotzdem richtig viel Spaß. Wenn man jetzt hier lenkt, dann merkt man natürlich, oh, die Lenkung ist ein bisschen synthetisch. Das Auto ist auch sehr gut gefedert, liegt richtig satt auf der Straße. Nicht zu hart, nicht zu weich. Ja, und jetzt gebe ich mal Gas. Und was krasses ist halt, wir haben ein Auto, was 1,7 Tonnen wiegt und das hat hier sportwagengleiche Züge. Das ist schon wirklich Phänomen, wie man hier unterwegs sein kann. Auch in der Stadt macht das richtig Spaß.
Und achtet mal drauf, ihr könnt halt mit diesem Elektroauto hier den einen oder anderen Porsche überholen. Klar, er ist nur frontangetrieben, das bedeutet, gibt man Gas, wenn das Lenkrad jetzt quer steht, ja, dann ist es halt am Anfang so, dann gibt es vorne ein kleines Stempeln, dann kommen aber die Sicherheitssysteme, die Reifen werden ein bisschen eingebremst, was Schönes. Und jetzt mache ich mal eins, Drive Mode auf Sport. Ja, und dann kommt mehr Leistung, dann können wir besser beschleunigen, haben einen höheren Verbrauch. Ich hatte gemessen übrigens einen Verbrauch von 19,4 Kilowattstunden. Jetzt geht es aber bei so einem Auto ja nicht nur darum, hey, wie sportlich fährt sich denn das, wie ist die Lenkung, sondern klar, das größte Thema ist die Reichweite. Wenn man jetzt schnell auf der Autobahn oder auf der Landstraße unterwegs ist, dann ist es so, dann schrumpft die Reichweite, gehen 340 Kilometer, wenn das Auto voll ist, was aber auch wirklich okay ist. Ist man allerdings in der Stadt unterwegs, ja, dann kann man wirklich 480 Kilometer weit kommen. Das ist echt ein realistischer Wert. Und was dann schön ist, wenn ich es euch mal zeigen darf, an den Pedalen hier stellen wir den Rekuperationsgrad ein. Da unten in dem Akku ist es dann so. Und stellt man dann den auf die höchste der drei Stufen, geht vom Gas, dann sieht man links im Display, dass die Charge-Anzeige steigt und das Auto bremst quasi auf fast Null ab, was Schönes. Das führt halt zu so einem Ein-Pedal-Fahrgefühl, One-Pedal-Fahrgefühl auf Englisch, was Schönes. Will man dann die Reichweite optimieren, stellt man den Driver-Only-Schalter an oder macht eben ja, die Klimaanlage ganz aus und die Sitzheizung ganz aus und dann kommt man hier drin richtig weit, was Schönes. Und eben mit der Höchstgeschwindigkeit von 167 km/h kann man durchaus auch auf der Autobahn unterwegs sein. Natürlich kommt man keine 1000 Kilometer weit, sondern ich würde mal sagen, wenn man Autobahn fährt, maximal 380. Aber das ist schon ein Wert, der für die meisten sehr, sehr realistisch ist. Ja, und dann ist es hier natürlich kein alter Schinken, dieses Auto, sondern wir haben modernste Infotainment-Systeme und modernste Assistenten vor allem drin. Wir haben hier einen Spurhalteassistenten, Spurwarner, Abstandsregeltempomat, eine Schildererkennung ist hier drin, eine Rückfahrkamera ist drin, was gut ist, weil man hinten nicht wirklich gut raussieht. Toter Winkelwarner, City-Notbremsassistenten, Querverkehrwarner, hinten also aller moderner Schnickschnack, den man sich so vorstellen kann. Und das ist dann schon wirklich modern, wirklich gut. Ja, und dann ist es natürlich hier so, wenn man dann den Drive-Mode-Schalter drückt, dann kann man natürlich den Eco-Drive-Mode drücken, der optimiert alles. Man kann Komfort drücken, dann wird es ein bisschen weicher hier drin alles, ein bisschen gemütlicher. Aber mein Lieblingsmodus ist natürlich der Sportmodus, denn der macht halt einfach richtig Laune. Und wenn wir jetzt hier mal auf eine größere Straße kommen, dann zeige ich euch das mal. Ich drücke jetzt mal einfach das Gaspedal durch, bin ruhig und beschleunige hoch, obwohl es nass ist. Ja, und so schnell sind wir dann berghoch mit dem 1,7 Tonnen Auto auf Tempo 100. Das macht schon echt einen Heidenspaß. Das ist längsdynamisch natürlich aufregender als querdynamisch, ist aber wirklich ein tolles Auto, muss ich euch sagen. Ja, das Lenkgefühl könnte ein bisschen direkter sein, ist aber bei Elektroautos so. Auch die Bremse könnte man ein bisschen optimieren, liegt aber daran, die Bremse wirkt ein bisschen unrund auf den ersten Moment, weil die Bremse natürlich auch als Rekuperationsmodus eben dazu dient, dass man dieses Auto auch laden kann als Generator. Das ist im ersten Moment ein bisschen unruhige Sachen, aber ansonsten sage ich euch eins, ich hatte in dem Auto Freunde dabei und die haben alle gesagt, mein Gott, macht das Spaß. Das fühlt sich wirklich toll an und ich glaube, jeder, der mal so ein Elektroauto gefahren hat, der will eigentlich kaum mehr in den Verbrenner zurück. Und das ist dann schon was, wo ich sage, okay, da hat man noch mit der Elektromobilität auch einen echten Mehrwert. So, aber ich will jetzt gar nicht zu viel vom Fahren schwärmen. Ich glaube, es wird klar, was ich euch sagen will. Jetzt kommen wir zum Fazit, Freunde. Ja, kommen wir zum Fazit und sprechen über unseren Hyundai Kona Elektro. Für den gibt es von mir eine absolute Kaufempfehlung. Warum? Die Karosserie liegt absolut im Trend mit ihrem subkompakten
ein SUV-Design, ist ein Lifestyle-SUV und tierisch viele meiner Freunde haben mich auf dieses Auto angesprochen. Nicht nur, weil es schön ist, sondern auch halt, weil es endlich elektrisch, endlich alltagstauglich ist für einen bezahlbaren Preis. Wir haben eine tolle Optik, wir haben vorne einen sehr modernen Innenraum, viel Konnektivität, einigermaßen Platz auf der Rückbank und vernünftig Platz im Kofferraum. Das ist richtig gut und das hat meine Freunde interessiert. Die haben mich alle gefragt, Jan, wo bekomme ich dieses Auto und was kostet es? So, und ich kann euch eins sagen, ich habe natürlich schon den Audi e-tron, den Jaguar I-Pace gefahren. Alles tolle Autos, ähnliche Ladeleistung, ähnliche Reichweite, bisschen drunter teilweise sogar, aber die sind natürlich eins. Nahezu doppelt so teuer. Klar, das ist das Premium-Segment, das ist es hier nicht. Wir sind hier bei einem Alltagsauto, was absolut bezahlbar ist. Denn dieses Auto mit der 100 Kilowatt Leistung und mit der 39 Kilowattstunden Batterie mit weniger Reichweite ist vielleicht für manche auch interessant. Ja, das beginnt schon bei 34.600 Euro. Hier unsere 64 Kilowattstunden Batterie mit den 204 PS und 150 kW mit den 480 Kilometer Reichweite nach WLTP. Ja, dieses Auto kostet 39.000 Euro und das ist wirklich vernünftig aus meiner Sicht. Da sind die Koreaner übrigens auch mit dem Kia e-Niro oder mit dem Ioniq echte Preis-Leistungsmeister. Und ich bin dieses Auto ja schon im echten Reichweitentest gefahren, bin wirklich 480 Kilometer weit gekommen, bin wirklich beim schnellen Fahren 370 Kilometer weit gekommen. Klar, dieses Auto ein paar Schwächen. Es gibt keine Anhängelast, der Innenraum könnte ein bisschen weniger Hartplastik haben. Die Ladeinfrastruktur ist noch nicht so richtig ausgebaut, danke Merkel. Aber es kommt natürlich noch eine Sache dazu. Wir bekommen 4.000 Euro vom Staat Subventionierung. Dafür wirklich danke Merkel. Ob das sinnvoll ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Und die Koreaner sagen dann, okay, von uns gibt es nochmal 5.000 Euro, 5 Jahre Garantie auf dieses Auto. Nicht nur auf die Karosserie, sondern auch auf den Akku. Das machen wir bei jedem Auto, also auch bei dem. Wir sind überzeugt davon. Ja, und das ist dann schon wirklich gut. Und ich kann euch eins sagen, das ist für mich mit den anderen Modellen, die ich aufgezählt habe, von den Koreanern wirklich ein Auto, was jetzt zum Erstwagen taugt und wirklich alltagstauglich ist. Ich bin also riesen Fan davon geworden und das muss man erstmal schaffen bei mir, weil ich der Elektromobilität am Anfang ein bisschen skeptisch gegenüberstand. Ist immer noch so, weil ich einfach ein paar Schwächen sehe. Wo kommt der Strom her und wie werden die Batterien, wie entstehen die Batterien? Aber das steht auch wieder auf einem anderen Blatt. Jedenfalls bei diesem Auto bin ich richtiger Fan. Anderer Teil der Wahrheit ist die Premium-Ausstattung hier. Zum Beispiel mit einer Schildererkennung, zum Beispiel mit einem Querverkehrwarner. Das ist dann bei 45.000, 46.000 Euro. Aber ansonsten gibt es für mich echt eine richtige, gute Kaufempfehlung. Ich bin Fan von diesem Auto. Da macht man aus meiner Sicht nicht richtig viel falsch. Und die Koreaner, muss man leider aus deutscher Brille sagen, die sind uns ein bisschen voraus. So, ich ziehe meinen Hut vor dem Auto. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Lasst mir gern eure Meinung zu mir, zum Auto da und dann sehen wir uns bald, Freunde.